Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben. Ich mache einmal ein kurzes Video zum Thema falsch positiv, falsch negativ. Das ist eine Frage, die immer mal wieder aufgetaucht ist, wie das sein kann, dass Ergebnisse falsch positiv sind oder falsch negativ sind. Wir fangen mit falsch positiv an, weil das der Begriff ist, der am häufigsten fällt. Falsch positiv kann sein ein Bedienungsfehler, ein Anwendungsfehler. Es kann aber auch sein, dass schon geringste Mengen, die eigentlich unter der Nachweisgrenze sind, schon ausreichen, weil die Sensibilität bei diesem einen Test höher ausfällt. Sagen wir ein einfaches Beispiel, wir brauchen 6 Viren, damit ein Test anschlägt. Wir haben aber einen, der ein bisschen empfindlicher ist und schon bei 2 anschlägt. Und bei den PCR-Testungen liegt das halt daran, dass das sogenannte Hintergrundrauschen irgendwann durchkommt. Und wenn das der Fall ist, dann haben wir ein falsch positives Ergebnis aufgrund von zu vielen Wiederholungen, dass dann halt diese Überlagerungen dazu führt, dass wir halt ein positives Ergebnis kriegen, obwohl nichts vorhanden ist. Falsch negativ kann ein Anwendungsfehler sein, es kann ein Produktionsfehler sein oder auch da, dass wir unterhalb der Nachweisgrenze sind. Manche Tests haben auch da das Beispiel, wie ich gerade schon sagte, wir brauchen 6 Viren, haben nur 4. Das reicht aber nicht aus, um ein positives Ergebnis anzuzeigen. Bei manchen Tests schimmert dann so ganz leicht das Positiv durch, was aber noch nicht ein ganz klares Positivergebnis darstellt. Negativ, also wisst ihr, was ich meine. Also es kann sein, wenn es zum Beispiel unter der Nachweisgrenze liegt, dann können solche Tests negativ ausfallen, obwohl es eigentlich vorhanden ist und theoretisch ein positives Testergebnis vorliegen müsste. Wir haben genauso Streuungen in den Produktionen, die dazu führen können, dass Fehler auftauchen. Dass zum Beispiel, ich sage jetzt mal so, man muss sich das vorstellen, so ein Vlies wird bearbeitet, wird mit einer Chemikalie versetzt, die reagiert auf bestimmte Sachen. Und dann gibt es auch immer mal so Produktionsphasen, wo dann so ein Stück zum Beispiel die Chemikalie nicht stark genug abbekommen hat. Auch sowas kann dann dazu führen, wenn dieses Vliesstück in den Test reinläuft, es ist nicht genug, ich nenne es mal Reagenz hier drin, dann kann es auch sein, dass er trotz vorhandenen, ich sage jetzt mal Viren, Bakterien oder was auch immer, oder Hormonen, wir haben ja auch ganz oft Schnelltests auf Hormone, wenn da nicht genug Reagenzium drin ist, dann kann er auch negativ anzeigen, obwohl es da ist, aber halt keine Nachweisfähigkeit durch die fehlende Reaktion da ist. Das wäre zum Beispiel das, ich sage jetzt mal, falsch positiv funktioniert ja Schwangerschaftstests, haben auch eine gewisse Streuung. Dass dann also ein Schwangerschaftstest bei einem Mann anschlägt, der eigentlich ja biologisch gesehen gar nicht schwanger werden kann. Das sind halt diese Schnelltestfehler, die einlaufen können. Und wie gesagt, dieses falsch negativ, das können verschiedene Ursachen sein. Es kann sein, unterhalb der Nachweisgrenze. Es kann ein Produktionsfehler sein. Es kann aber auch sein, dass die Anwendung falsch ist. In dem Moment, wo ich eine falsche Anwendung mache, kann das natürlich sein, dass das Ganze nicht reagiert, so wie es soll. Das sind so die Hauptfaktoren, die zu einem falsch positiven oder falsch negativen Ergebnis führen können. Die Faktoren dafür sind eigentlich relativ ähnlich. Und dementsprechend hoffe ich jetzt, dass dieses Video so ein bisschen Klarheit mal gebracht hat, was im Endeffekt falsch positiv und falsch negativ ist. Da was damit gemeint ist. Ja, in dem Sinne, meine Lieben, wünsche ich euch jetzt einen schönen Nachmittag, Abend, je nachdem, ihr das Video seht. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, schreibt sie gerne unten in die Kommentare rein. Guckt auch gerne mal in die Videobeschreibung rein. Ich habe dort ein paar Bücher verlinkt, die vielleicht auch für den einen oder anderen interessant sind. Ich werde jetzt demnächst nochmal ein bisschen das validieren und auch nochmal so ein bisschen zum Thema Nahrungsergänzung und sowas ein paar Sachen mit aufnehmen, weil das auch immer mal wieder nachgefragt wird. Dass ich euch da einfach mal von meiner Seite Empfehlungen gebe, was ich verwende, was ich verwenden würde in bestimmten Fällen. Und in dem Sinne, meine Lieben, wünsche ich euch jetzt einen schönen Abend, Nachmittag, wie gesagt, und bis zum nächsten Mal. Euer Mike.